schlachte sie alle ab. Arjuna möchte aber eigentlich nicht, da er Ahimsa betreibt und eigentlich nicht töten möchte. Er muss dies aber, um sein Karma zu erfüllen, und macht dies letztendlich auch. Er ist zum Töten bestimmt. Er ist des Gottes Liebling, darf es nicht nur, sondern nochmal. Er ist Gottes Liebling, darf es nicht nur, sondern muss es. Und es ist im Grunde auch noch gut und notwendig. Wie kommt ihr da karmisch raus? Ich weiß, dass ein Kshatriya eigentlich Sattvik und Tamas leben muss. Er kann nicht anders. Aber wie ist das vereinbar? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Wir blättern zurück durch die Zeiten und sehen uns kurz die Schlacht von Mahabharata an, beziehungsweise das Gespräch zwischen Krishna und Arjuna. Es war tatsächlich so, dass Arjuna eine kurze Zeit lang gezaudert hat. Die Bhagavad Gita, wenn ihr die ganze Mahabharata anguckt, ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil der ganzen Mahabharata. Und um euch ein ganzheitliches Bild zu machen von der Schlacht und von den Geschehnissen, die damals passiert sind, ist es sinnvoll, die ganze Mahabharata, also die ganzen Bücher durchzulesen. Das sind 18 Bände. Manche sind übersetzt und es gibt sie schon sehr, sehr lange. Manche Bände wurden vor kurzem erst übersetzt. Vielleicht gibt es nicht alles in Druckform, aber im Internet könnt ihr sicherlich sehr viel nachlesen und sehr viel finden. Arjuna war ein Krieger, das ist wirklich so. Und wenn man vom ersten bis zum sechsten Band, weil die Bhagavad Gita ist im sechsten Band ein Kapitel und das ganze sechste Band umfasst 400 bis 600 Seiten. Die Bhagavad Gita sind 18 Unterkapitel, ja, sind grob gesagt in der Druckform, in der ich sie habe, in der sechsten Band. Genau kann ich es nicht sagen, 30 bis 40 Seiten, grob gesagt, sagen wir mal so von 600. Wenn man die ersten sechs Bänder liest, liest man sehr viele Geschichten, wie Arjuna vor der Schlacht gekämpft hat. Also er hat am Anfang auch nicht geguckt und nicht geschaut, wer da vor ihm steht. Er hat einfach die Köpfe rollen lassen. Das ist jetzt eine philosophische Frage oder Angelegenheit, warum er gerade vor der Schlacht zusammensackt und seinen Bogen auf die Seite legt und sagt, ich möchte jetzt nicht kämpfen. Vielleicht hat es wirklich den Grund, dass er die Schlachten und die Kämpfe vorher wirklich die anderen als Feinde angesehen hat. Während der Schlacht selber aber standen ihm sein Lehrer oder Kampf- und halt Philosophiemeister, der Lehrer Drona gegenüber. Der Großvater Bhishma stand ihm gegenüber, der ja auch sein Verwandter war und einer seiner Lehrer war. Und seine Verwandten und Lehrer auf der gegenüberliegenden Linie oder auf der gegenüberliegenden Front zu sehen und gegen die in die Schlacht ziehen zu müssen, war für ihn offenbar dann auch einige Zeit schwer. Also bevor die Schlacht halt tatsächlich dann angefangen hat. Arjuna zaudert also und Krishna erzählt ihm bestimmte philosophische Aspekte und sagt ihm folgende Sätze unter anderem auch. Wenn du die ganze Schöpfung dir betrachtest und wenn du dir betrachtest, dass Leute, Menschen, ganze Völker, Generationen kommen und gehen, ist es nur für dein physisches Auge und für deine menschliche Wahrnehmung so, dass jemand jetzt stirbt oder jemand getötet wird. Aber im Grunde genommen wird keiner getötet, es kann keiner umgebracht werden aus der Sicht, weil man der Jivatma, also dem Träger, also oder dem Beobachter, der sich diese Körper und Hüllen anzieht, die Jivatma laut der Bhagavad Gita kann man nicht
zerteilen, nicht umbringen, nicht verbrennen, nicht mit Wasser nass machen. Also gibt es einige Beschreibungen, was man mit der Jewatma nicht machen kann. Sie ist ewig, unzerstörbar, unverwechselbar und veränderbar. Sie ist ein göttlicher Funke, ein Teil Gottes, der ihm in der Eigenschaft gleicht, jedoch nicht in der Mächtigkeit. Und dann sagt ihm Krishna, wenn du jetzt gegen diese Leute in die Schlacht ziehst, wirst du nur ihre Körper umbringen und sie werden ein anderes Dasein erleben in anderen Welten. Manche wird nach runter reinkarnieren in die unteren Welten, je nach seinem Karma. Manche werden in die höheren Welten inkarnieren, wenn das Karma positiv ist. Im ersten Teil von nicht von Bhagavad Gita, sondern von der Mahabharata, wo die Wiedergeburt von Großvater Bhishma beschrieben wird, war es so, dass Bhishma nicht allein auf die Welt kam, sondern als Strafe, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, als Strafe für seine Streiche, die Bhishma offensichtlich mit seinen Freunden irgendwo in den himmlischen Gefilden gemacht hatte, war er verdammt, als Mensch wiedergeboren zu werden, um halt Sühne zu erleben für seine. Einen Moment. Für seine Taten. Die Götter haben regelrecht geweint, weil sie als Menschen wiedergeboren werden mussten. Es war halt für die Götter, aus der Sicht der Götter ist es eine Strafe, hier auf die Welt runterzukommen. Und sie haben für sich so ein Schauspiel einfallen lassen, dass alle diese Söhne, meines Erachtens waren es 8 oder 9, wenn ich mich nicht täusche, unter denen war auch Großvater Bhishma dabei, wurden alle von der Ganga geboren. Und weil sie so schnell wie möglich wieder in die Götterwelten zurückkommen wollten, sind sie gerade in so einer Familie geboren, wo die Mutter auch eine Göttin oder Halbgöttin war und die Tatsache verstanden hat und hat ihre Kinder nach und nach ertränkt. Aus der heutigen Sicht eines normalen Menschen wäre es natürlich Menschenmord und sehr, sehr schrecklich, weil was diese Frau da angerichtet hat. Aber diese ja, Babys oder Kleinkinder sind nach dem Ertrinken wieder in die Götterwelten inkarniert und haben dort als Halbgötter weitergelebt. Und der Mann dieser Frau hat auf einer bestimmten Zeit dann darauf reagiert, dass sie alle ihre Kinder ertränkt und hat gesagt, lass mir nur diesen letzten Sohn übrig. Das war Großvater Bhishma. Und der hat dann so lange gelebt, bis sie hier auch sein Karma erfüllen konnte als Großvater, als Großmeister, als Kämpfer, als ein rechtschaffender Kshatriya. Natürlich war sein Tod nicht als Tod auch anzusehen, sondern er konnte danach woanders, vielleicht in besseren Gefilden, wiedergeboren werden. Und so sagt ihm Krishna, alles ist schon vorgezeichnet. Und die rechtschaffenden Kshatriya, wie auch die bösartigen Kshatriya, müssen von dieser Ebene, wenn wir jetzt die Welt sagen, von dieser Ebene weichen, um für ein neues Schauspiel die Bühne freizuräumen. So könnte man sich dabei ausdrücken. Und weil in der Sicht, wenn man jetzt betrachtet, das sagt Krishna ja zu Arjuna auch. Der einzige Unterschied zwischen uns ist der, dass ich über alle meine früheren Leben Bescheid weiß und du nicht. Also Arjuna unterliegt auch dem gleichen, Morak auf Russisch, der gleichen Illusion, der gleichen Maya wie wir alle Menschen und vergessen, wer wir eigentlich selber sind, vergessen unsere Bestimmung. Und Krishna war dazu da, nur um Arjuna aufzuwecken. Und Krishna weiß in dieser Zeitspanne Bescheid über die Vergangenheit, auch über die Zukunft, dass sie sowieso alle sterben werden und Arjuna müsste lediglich seine Pflicht erfüllen. Ganz oft ist es oder es zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Mahabharata, dass die Kshatriya einen rechtschaffenden Tod mehr schätzen und auch anstreben als irgendeinen jämmerlichen Tod, als ein Feigling oder als einer, der sich zurückzieht
und von dem Kampf weicht. Offensichtlich gibt es im Universum bestimmte Seelen, die wo immer wieder als Kshatriya reinkarnieren und als Kshatriya ihre Erfahrungen sammeln müssen. Natürlich sammeln sie auch schlechtes Karma, zu dem komme ich etwas später. Und für diese Seelen ist das einzig Wahre und das einzig Richtige, was sie tun können, ist halt eben der rechtschaffende Kampf. Entweder sie kämpfen mit konventionellen Mitteln, wie in der Mahabharata das war, mit Schwertern und Pfeilen und Bögen oder auch anderen Götterwaffen, oder sie kämpfen halt mittels Information, dass sie Informationskriege führen. Das ist ja auch eine Art, ein Kshatriya zu sein und Rechtschaffenheit in der Welt zu verbreiten. Die Wiedergeburt ist halt so, dass Krishna auch zum Arjuna sagt: Schau mal, wenn du jetzt als Feigling wegläufst von diesem Schlachtfeld, wird man dich auch als Feigling die ganze Zeit betrachten, mit dem Finger auf dich zeigen. Also quasi, was bist du denn für ein Kshatriya? Du hast jetzt jahrzehntelang eine Ausbildung genossen bei den besten Lehrern. Du hast bestimmte Schlachten und Kämpfe schon geschlagen und jetzt vor deiner allergrößten Prüfung läufst du zurück. Und wenn solche Prüfungen vor dem Menschen stehen und er zurückläuft und sieht, er kann nicht vorankommen. Also seine Seele wird sich nicht weiterentwickeln, er kann die nächste Evolutionsstufe nicht erreichen. Und ein Kshatriya müsste dann den Kampf angehen. Dann sagt er zu ihm weiter: Wenn du, Arjuna, jetzt aber kämpfst, hast du dann zwei Möglichkeiten. Wenn du verlierst und umgebracht wirst, also verlieren, es gibt hier kein Verlieren. Das Verlieren ist eben die Angst und das Weglaufen vor dem Kampf. Wenn du im Kampf getötet wirst, kommst du in den Himmel der Halbgötter, wo man dich mit offenen Armen empfangen wird und deine Vorfahren und Lehrer werden dort auf dich warten und andere rechtschaffende Kshatriya, wenn du umgebracht wirst. Wenn du gewinnst, die Schlacht euer ist oder euer Sieg ist, dann wird dir die ganze Welt gehören und du wirst Herrscher über die ganze Welt sein. Also wenn du weiter kämpfst oder wenn du kämpfst, wirst du in beiden Fällen gewinnen. Wenn du nicht kämpfst, dann hast du bereits verloren. Diese Leitsprüche und Leitsätze waren in der damaligen Zeit vielleicht aktuell. Für die heutige Zeit ist es in dem Sinn aktuell, dass für jeden von uns auch bestimmte Prüfungen vom Leben vorgezeichnet sind. Und die meisten dieser Prüfungen begegnen wir selber mit Angst, mit Zweifel und wollen uns zurückziehen, wollen diese Prüfungen nicht bestehen und wollen unserem Schicksal selber oder unserem Karma nicht in die Augen blicken und wählen oft den bequemen Weg. Wenn wir aber dennoch genug mutig sind und an uns weiterarbeiten, uns nach vorne bringen, evolutionieren, dann werden wir auch die Früchte unserer Mut irgendwann mal bekommen, vielleicht auch früher als ihr denkt. Leider fehlt solche Einstellungen den heutigen Menschen zusehends. Okay, weiter, damit wir mit den Fragen weiterkommen. Zum Schluss von der Mahabharata wird Folgendes geschrieben, dass die Bösewichte in den Himmel kommen, wegen dem Tapas, von dem ich vorher erzählt habe, weil der Tapas es nicht zulässt, dass die Seele gleich in die Höhle reinkarniert. Und erst wenn der Tapas gesäubert wird, also das erzählt Indra dem Yudhishthira, warum er dann den Duryodhana im Himmel sehen kann. Und wenn der Tapas vom Duryodhana ausgeschöpft ist, reinkarniert er in die Hölle und wird dann dort richtig geschrubbt und für seine bösen Taten zur Verantwortung gezogen. Die Helden in der Mahabharata, die Pandava-Brüder, reinkarnieren erstmals in die Hölle, weil sie diese schlechtes Karma des Umbringens und des Tötens angesammelt haben. Und wenn das in den Unterwelten gereinigt ist, kommen sie erst dann in den Himmel und dürfen im Himmel bleiben, dann für eine längere Zeit. Da Yudhishthira der rechtschaffenste von allen war, also ist Sohn des Gottes Dharma oder Sohn des Dharma an sich, dürfte er gleich in den Himmel eingehen und dort eben andere Halbgötter und Indra treffen.
Ein Moment. Und da steht noch, dass ein Kshatriya eigentlich sattwig und tamas leben muss. Ist eher nicht so. Die Eigenschaft des Kshatriya ist eher Rajas. Sattva ist die Eigenschaft der Brahmanen oder der Priester, der heiligen Kaste. Ein Kshatriya lässt sich vom Rajas leiten, führen. Das ist eben seine Kraft. Auf Russisch gibt es folgende Begriffe: Jar oder Jarasть, und bestimmte Positionen oder politische Positionen wurden dann eben von solchen Männern besetzt, die eben auch Kshatriya sind, die eben dieses Rajas in sich tragen oder diese Kraft des Lichts, weil Yar ist dieses innere, dieses ja, kosmische Feuer, was einen sehr aktiv macht, was einen auch ja, kämpferisch, tugendhaft auch macht. Und Tamas ist ihr Unwissenheit, in dieser Guna leben ihr die Vaishus, ja zum Teil, also Vaishus, da ist Tamas und Rajas 50 zu 50 circa. Und die Shudras, die leben meist in Tamas und kleine, sozusagen kleine Einheiten von Rajas lassen sie bestimmte Sachen erleben, die Shudras für sich als wichtig im Leben und richtig erachten. Okay, karmisch kommt Arjuna auf keinen Fall raus. Also er muss sich dann schon zur Verantwortung ziehen. Aber wenn es zu Gottes Plan gehört und man das nach Gottes Plänen handelt, ist eine auch sehr ernste Frage und Angelegenheit, die oft falsch gedeutet wird. Hat man keine Karma-Verschuldung hinterher, weil man handelt im Namen Gottes sozusagen. Und wenn das sein Plan ist und man das ausführt, sammelt man in dem Fall kein Karma an. Okay. Ich hoffe, ich habe die Frage einigermaßen beantwortet. Ich bitte um die nächste Frage. Woran erkenne ich, ob ich der Kriegerkaste angehöre? Nikita hat bei der vorigen Lektion das Thema schon angeschnitten. Ich sage das mal ganz grob. Wenn ein Mensch für sein Leben das Ziel setzt oder die vier Ziele setzt, Überleben, Essen, Schlafen und Fortpflanzen, wenn er sich damit seine Interessen eingrenzen und ihr nichts mehr anderes braucht und ist damit glücklich, dann zählt er zu der Kaste oder Varna der Shudras. Wenn der Mensch dann Interessen hat, zusätzlich zu den vier Grundbedürfnissen, ein Haus zu bauen, eine feste Familie zu gründen, ein Geschäft aufzubauen, Handel mit den Leuten zu betreiben, ein guter Handwerker zu sein, also die Handwerkskunst zu vervollkommnen, Gesundheit und Wohlstand anzusammeln, dann und damit grenzen sich seine Interessen ein. Er braucht nichts mehr eigentlich im Leben. Dann zählt er zu der Kaste der Vaishus, also Kaste Handwerker und Händler oder Varna. Das richtigere Wort wäre Varna, weil das von der Farbe der Aura dann abhängt. Und Varna bedeutet übersetzt Farbe. Wenn so ein Handwerker oder Vaishu dann merkt, hoppla, es gibt nicht nur meine Familie und meine Stadt, es gibt auch andere Menschen im Leben, was heißt im Leben, in unserer Gesellschaft, die nicht immer gut gesinnt sind, die auch zu mir kommen können, mir mein Haus wegnehmen können oder verbrennen, meine Frau entführen, meine Kinder entführen können oder mir wegnehmen. Und der Mensch diese Ungerechtigkeit sieht und genug Kraft und Mut hat, gegen diese Gerechtigkeit vorzugehen und jetzt seine Pflicht somit erfüllt, könnte man behaupten oder sagen, dass er zu der Kaste der Kshatriya zählt. Er ist dann einer, der Recht schafft. Ihm sind dann vielleicht seine Familie, sein Haus und sein teures Auto nicht mehr so wichtig. Für ihn ist Rechtschaffenheit und Ordnung in der Gesellschaft wichtig. Natürlich sind die Attribute eines Kshatriya wie Wohlstand und Reichtum auch wichtig dafür, aber sie müssen einen bestimmten Zweck erfüllen. Also es dient ihm nicht so, dass er jetzt Stabilität wie der Vaishu hat, wenn er Haus und Wohlstand und viel Geld hat, sondern
mit diesem Wohlstand und den finanziellen Mitteln, die ein Kshatriya besitzt, hilft er, Recht und Ordnung zu schaffen in der Gesellschaft. Wenn dann so ein Mensch versteht, die ganze Zeit Köpfe rollen zu lassen, ändert nichts am Problem. Das Problem ist in den Köpfen selber. Und wenn man den Mensch jetzt einen Kopf kürzer macht, wird er wieder als so ein Schurke oder als der gleiche Schurke wiedergeboren und macht einfach weiter, weil die Seele ja ständig reinkarniert. Sieht er für sich, dass eine bessere Methode ist, die Menschen zu verändern oder die Gesellschaft zu verändern, ist eine Methode, das Bewusstsein der Menschen zu verändern und wird dann ein Lehrender, der Lehrmeister oder ein Brahmane, wie man sie auch anders nennt. Und wenn dann das Interesse eines Menschen hier begründet ist, dass er Wissen an die Leute weitergibt, dass er Leute unterrichtet und lehrt und dann ist er im Leben zufrieden, dann könnte man sagen, er zählt zu der ja, Priester- oder Brahmanenkaste. Das ist jetzt die grobe Aufteilung. Im Grunde genommen kann der Mensch aber auch in der Früh ein Shudra sein. Mittags, wenn er in die Arbeit geht, kann er wie ein Vaishu sein, wenn er seinen Lebensunterhalt bestreitet. Am Abend kann er sich wie ein Kshatriya benehmen, wenn er dann irgendwie Auseinandersetzungen über sich ergehen lässt und bestimmte Konzepte verteidigt oder bestimmte, sage ich mal, Ordnung schafft in seinem Bereich, in der er lebt. Und in einem anderen Fall kann er wie ein Brahmane wirken, indem er Wissen weitergibt und das Bewusstsein der anderen Menschen erhöht und hilft Menschen geistig zu evolutionieren. Meistens ist es aber so, dass der Mensch nur durch ein bestimmtes Energiezentrum am meisten wirkt, am stärksten wirkt und das klappt bei ihm besser. In der Bhagavad Gita ist es noch so, dass es heißt, nur schlecht seine eigene Pflicht zu erfüllen, ist viel besser, als einer Fremden nachzugehen. Also jeder wird mit einem bestimmten Dharma oder in einer bestimmten Warna geboren. Und wenn dann ein Kshatriya sein ganzes Leben damit verprasst, Handwerk zu erlernen oder Geld zu verdienen, kommt er gar nicht weiter. Also er wird selber unglücklich sein, er wird selber sich in einem falschen Teller fühlen. Also gibt es auch in Russisch so ein Sprachwort. Ein Kshatriya müsste dann Kriegskunst erlernen, müsste Politik und Staatsgewalt, solche Sachen eben erlernen und Ordnung schaffen. Nur dann kann seine Seele evolutionieren. Wenn ein Kshatriya aber sich einbildet, dass er ein Brahmane ist und anfängt mit Wissen zu arbeiten, das Wissen irgendwie umzusetzen, umzuverteilen, durch sich zu filtern und zu bearbeiten, wird er auch bei weitem nicht so effektiv sein, wie ein richtiger Brahmane sein kann, weil die Weltanschauung, die Mentalität jeder Varna unterscheidet sich sehr, sehr, muss ich sagen. Und wenn vier Leute, jeder aus einer anderen Varna, eine Situation betrachten, werden sie vier vollkommen unterschiedliche Schlüsse für sich ziehen. Also das ist auf alle Fälle so, dass wir alle eine verschiedene Betrachtung der Welt und ein verschiedenes Verständnis über die Welt haben. Und je nachdem müssten wir uns so auch realisieren und unsere Varna nach und nach herausfinden in unserem Leben. Okay, wir machen weiter. Frage vom Stefan: Ist Agnihotra, Feuerritual, eine gute Sache, die man zusätzlich praktizieren sollte? Es gibt sehr viele Aussagen, dass es energetisch sehr sinnvoll ist, auch wenn es nicht direkt eine Arbeit am Selbst ist. So wird doch ein Umfeld geschaffen, das energetisch reiner ist und so auch fördernd für das gesamte Umfeld. Aber man müsste sich dabei vielleicht an einen Agnihotra-Spezialisten wenden, wie er das empfindet. Das Wichtigste bei diesem Ritual ist ja, dass man früh morgens zu einer bestimmten Uhrzeit, so auf die Minute, fast auf die Sekunde genau, die Agnihotra ausführt, am Abend das Gleiche. Meine kleine Erfahrung in diesem Ritual zeigt, dass es wirklich ein sehr starkes Ritual ist, wenn man es richtig ausführt. Also die Beschreibungen sind da sehr kompliziert, die Berechnungen sind sehr kompliziert und es gibt wirklich einem Kraft wieder. Ich habe sogar
Auraaufnahmen gesehen vor und nach der Agnihotra von Pflanzen und von Menschen. Es soll angeblich auch die Aura verstärken. Unsere Zeit und die Gesellschaft ist aber so geschaffen, dass sehr, sehr wenige Menschen heutzutage kompetent in bestimmten vedischen Ritualen sind und die geistige Basis nicht haben. Das ist schon sehr wichtig, die Verständnis, warum man das macht und wie man das macht. Weil jedes Ritual, das wir ausführen oder irgendwo gelesen oder sozusagen gesehen haben oder gehört haben, basiert auf einer bestimmten Gesetzesmäßigkeit. Und wenn man den Verstand über diese Gesetzesmäßigkeit nicht mehr hat, verliert das ganze Ritual den Sinn und auch die Wirkung. Ich erzähle euch dazu mal ein ganz einfaches Beispiel, wie ihr das verstehen könnt. Brahmane hatte mal einen Kater und dieser Kater war ja ein bisschen frech. Und wenn der Brahman seine Rituale ausgeführt hat, ist dieser Kater ständig auf das Altar gesprungen, hat Sachen umgeschmissen. Und so musste der Brahmane diesen Kater während der Rituale immer anbinden, damit der Kater keine Faxen macht. Der kleine Sohn vom Brahmanen hat das immer beobachtet. Und als er groß geworden ist, ist der Kater gestorben und der Sohn hat sich mittlerweile einen neuen Kater angeschafft, damit er Mäuse vielleicht jagt und so weiter. Und es war ein ganz anderer Kater, der hätte vielleicht auch diese Sachen dann nicht umgeschmissen. Aber weil er nicht verstanden hat, warum der Vater den Kater angebunden hat, hat er den Kater auch angefangen, also den neuen Kater anzubinden, während er seine Rituale durchgeführt hat. Und so ist aus dem vorigen Sinn, weil der Kater frech war, ist irgendwie eine Tradition heraus geworden und man hat den Kater in diesem Tempel ständig angebunden oder irgendeinen Kater ständig angebunden. Und das Verständnis, warum man das macht, war schon längst verloren. Wenn ihr bestimmte Rituale macht oder irgendwie ausprobieren wollt, natürlich müsst ihr auch eure eigene Erfahrung darin sammeln. Aber das Allerwichtigste ist eben diesen Sinn oder diese Gesetzesmäßigkeit herauszufinden, warum man das oder jenes macht. Okay, aber ich sehe nichts jetzt Falsches oder Negatives darin. Wichtig ist es, diese Zeit regelmäßig einzuhalten. Ich mache dieses Ritual nicht, weil ich es mir nicht leisten kann, jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit aufzustehen und jeden Abend bin ich auch nicht zu Hause, weil ich sehr viel unterwegs bin. Für dieses Ritual bräuchte man, wie es früher war, einen Tempel und die Brahmanen im Tempel leben dort, haben Zeit für die Rituale und können es aus physischer, energetischer und anderer Sicht auch ausführen ohne Unterbrechungen. Wenn man das einmal unterbricht, das verliert auch dann diese Energie oder dieses Energiepotenzial, das man durch dieses Ritual Tag für Tag aufgebaut hat. Es gibt in der Mahabharata auch Fälle darüber, was Rituale angeht, aber ich bitte euch selber, diese Schriften zu lesen. Okay, nächste Frage ist von einem Mr. Unbekannt. Wie kann ich mich im Schlaf gegen Samenverlust schützen bei sexueller Enthaltsamkeit? Und worauf ist es zu achten bei längerer sexueller Enthaltsamkeit, um keinen Schaden davon zu tragen? Ist eine ernste und sehr wichtige Frage. Das passiert wirklich hin und wieder so bei Menschen, die in Abstinenz leben, die in Enthaltsamkeit leben, dass im Schlaf manchmal der Samen verloren wird. Es gibt dabei technische, sage ich mal, so Tricks und Griffe, wie der Samen im Körper bleibt. Ein Satz, den ich für die Allgemeinheit in die Kamera durchsprechen oder aussprechen kann, ist es: Ihr müsst verstehen, wenn ihr atmet, fließt Prana im Körper. Und wenn das Prana im Körper fließt, kann auch der Samen fließen. Also einer der Kniffe ist eben, dass man den Atem anhält, wenn man spürt, dass es kurz davor schon ist. Eine andere Weise ist, wenn es in der Nacht im Schlaf passiert, sind es meistens Wesen, die man
Sukkube nennt, also das kommt vom Saugen. Bei Männern ist es, das sind feinstoffliche Wesen oder Geisterwesen, die Männer zum Samenverlust provozieren. Bei weiblichen Personen oder Mädchen und Frauen nennt man diese Geister Inkuben. Ich weiß auf Lateinisch, wie man das ausspricht, auf Deutsch. Ich habe das jetzt auf Deutsch modifiziert. Also Inkubus und Succubus. Solche Wesen, wenn man jetzt übrige Energie hat, das passiert ja auf der Svadhisthana-Chakra, wo die Parasiten dann, man kann sie auch Parasiten nennen, weil sie von Energie der anderen leben, wo diese Parasiten greifen. Sie kommen nur deshalb, weil die Energie dort ist und sie nicht weiter hochgeschickt wurde. Also das heißt, wenn man jetzt schon in Enthaltsamkeit lebt, müsste man praktizieren, also Hatha-Yoga praktizieren, Bandhas praktizieren, bestimmte Pranayamas praktizieren, damit die Energie auf die höheren Chakren geht. Auf den höheren Chakren wirken dann diese Inkube und Sukkube können nicht wirken, weil einfach dort keine Energie mehr ist. Also müssten Sie, wenn Sie dieses Problem haben, vor dem Schlafen bestimmte Yoga-Praktiken durchführen, damit die Energie hochfließt und Sie so dann schlafen gehen. Es gilt auch der Leitsatz, wo der Gedanke hinfließt, dort fließt auch Ihre Lebensenergie. Und es gibt dann auch Momente, wenn Ihre Energie ganz hoch ist und in den oberen Chakren und irgendeine Frau provoziert mit ihrem Gespräch oder mit bestimmten Zuzwinkern, dass ihre Energie runterfällt, dann hat man sie schon sozusagen. Dann kommen eben in den Nächten solche Träume und solche Sachen, die wo sie dann zu Energieverlust provozieren. Das ist so gemacht, man muss verstehen, dass der Samen ein sehr starkes feinstoffliches Leuchten hat und gerade die dunklen Wesen sind auf dieses Leuchten ab. Also die ernähren sich davon, also diese feinstofflichen Parasiten. Deshalb ist nicht nur der nächtliche zufällige Samenerguss schädlich für den Menschen und eine gute Nahrung für die Parasiten, sondern jeder sexuelle Verkehr, wo Samen verloren wird, ohne Zeugung von Kindern oder Nachwuchs. Also da bei solchen Tätigkeiten sieht man diese Energieparasiten an. Sie leben dann in der Umgebung des Menschen oder am Menschen dran, saugen sich richtig dran und provozieren den Menschen für alle nachfolgenden Handlungen. Und der Mensch verfällt dann in so eine Sucht oder Abhängigkeiten eben von sexuellen Gelüsten und seine Energie bleibt halt unten und alles andere, was oben, was die Verwirklichung aus den oberen Chakren ist oder bedeutet, fehlt dann so einem Menschen. In den früheren Zeiten war Sitte und Ethik sehr hochgeschrieben, sehr groß geschrieben. Heutzutage sind wir so weit degradiert und so weit nach unten gerutscht, bis es weiter gar nicht mehr geht, was sehr, sehr traurig ist. Deshalb schwelgen die Menschen auch in so einem traurigen Zustand eigentlich, weil sie über bestimmte Gesetze und Normen nicht mehr Bescheid wissen, nicht mehr verstehen. Alles Weitere, was zu dieser Frage zu erzählen ist, kann ich auch persönlich erzählen, nicht über dieses Livestream. Da müsste mich diese Person bitte auch anschreiben. Solche Fragen bleiben diskret und ich kann dann auch andere Sachen sagen und erzählen, was dabei zu tun ist, wenn solche Sachen dann passieren. Es passieren aber nicht nur bei Männern, auch Frauen werden durch nächtliche Geister oder nächtliche Energieparasiten gereizt, bis auch sie sexuelle Energie verlieren. Man nennt das sexuelle Energie. Eigentlich ist es die gleiche Energie. Ob sie vom oberen oder von den oberen Chakren rausfließt oder von den unteren, ist es unsere Lebensenergie. Nur wenn sie durch das Svadhisthana-Chakra verloren wird, nennt man sie sexuelle Energie. Okay, die nächste Frage. Stefan, man sagt, der Zustand im Schlaf ist derjenige, der wie in der Meditation Moment, der wie in der Meditation am nächsten mit dem höchsten Bewusstsein verbunden ist, ohne Gedanken und Beobachten.
praktisch eine direkte Verbindung mit dem eigentlichen Selbst. Von daher betreibe ich meine Meditation gerne so schnell wie möglich nach dem Aufstehen. Ist das ein guter Ansatz, um einen optimalen Meditationszustand zu erlangen? Natürlich kann man immer meditieren, aber ist das ideal so oder nicht? Man sagt, dass der Schlaf zur Meditation genutzt werden kann. Jedoch verfallen viele Menschen durch den Schlaf in so einen Tamas- oder Unwissenheitszustand, den man nicht als Meditation betrachten kann. Folgender Fall: Wenn Sie meditieren, wenn man jetzt das mit einem Auto vergleicht, wenn Sie meditieren, läuft der Motor, läuft das Getriebe und die Räder bewegen sich. Also bei der Meditation ist euch bewusst, was ihr macht. Es ist ein bewusstes Erleben. Im Schlaf schaltet sich sehr oft, wenn man das Getriebe vom Auto nimmt, schaltet sich das in den Leergang. Der Motor arbeitet, also das Bewusstsein arbeitet selber oder nicht selber, das Bewusstsein arbeitet weiter, aber die Räder drehen sich nicht. Also man hat jetzt diese Rückkopplung nicht und man weiß oft nicht, was man im Traum erlebt hat. Und der Traum ist oft ja so sporadisch oder spontan und hat nichts mit anderen Welten und nichts mit einem selber zu tun. Wenn man es lernt, bewusst zu schlafen, bestimmte Praktiken im Schlaf auch als durchzuführen und man schafft sich dort zu bewegen, könnte man das als Meditation bezeichnen. Das Allerwichtigste dabei sind aber die Sicherheitsvorschriften bei solchen Meditationen, vor allem im Schlaf. Weil wenn ihr das praktizieren wollt, ist es höchstwahrscheinlich dann so, dass bestimmte Wesen oder Geister zu euch kommen im Schlaf als Personen, die ihr vielleicht schon kennt oder als irgendwelche Engel oder irgendwelche Götter. Diese Parasiten können ja sich verwandeln. In der feinstofflichen Welt ist es sehr leicht, eine andere Form und Aussehen anzunehmen. Und so wird man euch versuchen auszutricksen, irgendwo hinzuleiten, euch zu verführen, dass ihr in der Traumwelt bestimmten Wesen folgt und dann hat man euch wieder am Haken und sehr viele Menschen bekommen dadurch sehr ernste psychische Probleme, weil sie sich da rein wagen, wo sie ihre Nase eigentlich nicht hineinstecken sollen und kriegen dann richtig vom Leben eine gewischt und brauchen eine sehr, sehr lange Zeit, um wieder zu sich zu kommen, um sich von der negativen Einwirkung dieser Wesen zu befreien. Das ist, was den Schlaf angeht. Was die Morgenmeditation angeht, heißt es, in den morgendlichen Stunden zwischen 3 Uhr nachts und 4 Uhr früh ist die Meditation am besten, weil der energetische Zustand des Menschen mehr im Sattva ist, also in der Gune der Tugend. Also klappt dann die Meditation auch viel besser. Man ist wirklich näher an sich selbst. Man ist noch vom Alltag nicht betroffen und da herrscht vollkommene Ruhe während dieser Zeit. Weil um 6 Uhr fangen die Leute an aufzustehen, die Natur fängt an aufzuwecken, auch gleichzeitig. Und da geht die Guna Sattva in die Guna Rajas um. Man wird aktiver, das Gehirn wird aktiver, nicht mehr so harmonisch und die Meditation wird schlechter klappen. Also nutzt wirklich die Morgenstunden für die Selbstbeobachtung, für die Selbstbetrachtung, für solche Meditationen wie Atemkonzentration, Atemverlängerung, was wir als Apanasati Hinayana bezeichnen, und für andere beruhigende Praktiken. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute, wohltuende Sache. Und das wirkt sich auf euer ganzheitliches psychisches System, auf euer Karma auswirken. Also wirklich von mir auch zu empfehlen. Wir machen weiter. Marco, die Frage von ihm. Welche Rituale bzw. Meditationen gibt es, um die Fallen im Jenseits zu entgehen und andere Seelen beim Übergang in ein neues Leben zu unterstützen? Im Tibet heißt es, Tibetska Kniga Mörtvых auf Russisch, das tibetische Buch der Toten. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch richtig übersetzt. Liest dieses Buch mal. Das, wovon ich gesprochen habe, was in der russischen Tradition gab, da wurde auch
Hetzjagden für Hetzjagden veranstaltet auf solches Wissen, auf das vedische Wissen, und es wurde im Grunde alles ausgemerzt, verbrannt und abgemeuchelt, die Leute, die wo dieses Wissen getragen haben. Es wird schwer sein, so etwas zu finden, aber im Buddhismus sind diese Lehren wirklich noch erhalten. Was für einen Menschen, der noch im Diesseits lebt, wichtig zu verstehen ist: Früher hat man Meditationen eben genutzt, um sich auf das Jenseits vorzubereiten. Es ist so, dass Meditation nicht irgendwie das Sitzen und still sein bedeutet, sondern die wirkliche Meditation ist die Übertragung des Bewusstseins auf andere Energieträger des eigenen Ichs. Also diese russische Matrjoschka beschreibt es ganz gut. Also das ist nur ein Symbol für jeden von uns. Die kleine Matrjoschka in der Mitte, das ist die Jivatma. Und die Jivatma ist umschlossen von vielen feinstofflichen Feldern. Also da müsste man eine Le extra Lektion darüber lesen. Vielleicht werde ich das für die nächste Zeit auch oder für die nächste Yoga-Welle auch planen. Und die Meditation ist eben der Sprung. Wenn wir das kurz nochmal aufzeichnen, ist die Jivatma. Es ist dann der Anandamaya Kosha, eins der feinstofflichen Felder. Dann der Buddhi-Körper oder der Intellekt, der Manomaya Kosha kommt dann hinterher, unser Verstand, also Feld des Verstandes. Und irgendwo ist unsere feste Hülle. Und das Bewusstsein des Menschen ist so, also das ist der Blickpunkt des Bewusstseins. Wir nehmen uns als dieser Körper wahr. In der Meditation ist der Körper still, also die äußere Hülle. Und wir versetzen unser Bewusstsein komplett, angenommen auf unser Manas, unser Manomaya Kosha, auf das Feld oder Energieebene unseres Verstandes, meinetwegen auch auf das Astralfeld, das ist irgendwo dazwischen, und können dann Reisen ins Jenseits beginnen. Natürlich brauchen wir dafür Energie. Unsere Welt ist aber leider so aufgebaut, dass der ganze Erdball schon seit ein paar Jahrtausend von Parasiten in jeglicher Form, Größe und Art befallen ist, energetisch, physisch und in allen möglichen Schichten gibt es sie. Und sie halten uns auf möglichst niedrigem Energielevel. Deshalb sind solche Sachen und Sprünge für uns eine richtige Kunst. Man müsste sich wirklich zurückziehen in Ashrams, in irgendwelche Tempel oder Klöster oder in die Natur rausgehen, in die Berge für eine sehr lange Zeit, um die Energie aufzubauen, um wirklich richtig meditieren zu können. Und das größte Übel, von dem ich gesagt habe, ist eben der normale elektrische Strom. Er lässt uns gar nicht zu, dass das Gehirn auf Meditationswellen umschalten kann. Weil das Gehirn, wie ihr wisst, hat Alpha, Beta, irgendwelche noch Delta-Wellen, je nachdem, wie ihr es arbeitet. Und der Strom im Heimnetz, in den Steckdosen, hat eine bestimmte Frequenz, die die Frequenz des Gehirnes stört. Und dann ist es so, dass der Mensch gar nicht meditieren kann. Also ich habe jetzt hier bekommen, wie das tibetische Buch heißt. Also Bardo Thödol, tibetisches Totenbuch heißt es. Da sind die Anleitungen, wie man die Seele im Jenseits begleitet. Tibetisches Totenbuch. Wird ihr finden, es ist sehr weit verbreitet, sehr bekannt. Zu Meditation zurückzukehren. Wenn man jetzt genug Treibstoff hat, um auf Reisen zu gehen in seinen feinstofflichen Körpern, kann man das Jenseits besuchen und die Regelmäßigkeiten dort erlernen. Ansonsten verfällt der Mensch, wenn er tot ist, in eine Unwissenheit und von seinem schlechten Karma wird er heruntergezogen in die niederen Reinigungswelten. Und es ist sehr, sehr traurig, was dann nach dem Tod mit vielen Menschen passiert. Die ganzen Dolmen, die man auch in Deutschland und anderen findet, im Kaukasus findet, Dolmen sind, ja, grob gesagt, waren das Steinplatten mit einem kleinen Loch. Hier ist eine Steinplatte, oben ist eine Steinplatte draufgesetzt. Es stammt auch noch aus der alten Kultur oder alten Kulturen, die diese ganzen Sachen noch verstanden haben und auch praktiziert haben. In so einem Dolmen hat man den Menschen eingeschlossen, hat ihn vielleicht mit Essen durch dieses kleine Loch versorgt und der Mensch dürfte da drin meditieren und das Jenseits begreifen. Das ist so, dass man dann, wenn man das Jenseits begriffen hat, ist es zu vergleichen, man kauft sich ein Ticket und man weiß, wo die Reise hingeht. Man sucht sich das Ticket selber aus und hat diese Welten erfahren.
Ein Mensch, der keine Ahnung vom Jenseits, im Diesseits bekommt oder hat, bekommt irgendein Ticket aufgedrückt und er weiß noch nicht einmal, wo die Reise hingeht. Er muss sich aber in ein Flugzeug, grob gesagt, setzen und man verfrachtet ihn in eine Welt, die ihm anscheinend oder offensichtlich auch gar nicht gefallen wird. Also man hat das tatsächlich früher praktiziert und manche Leute, die wo sich mit diesen Kulturen beschäftigen, erzählen sogar, dass ein Mensch, der das Jenseits noch nicht erfahren hat, kein Recht bekommen hat, Kinder zu erziehen. Also es war tatsächlich so, dass Großeltern die Kinder erzogen haben, was unserer heutigen Gesellschaft auch leider vorhanden gekommen ist oder abgekommen ist. Und man hat als erwachsener Mensch, der einen Haushalt führt, also den Haushalt bestritten, einer Arbeit, Tätigkeit nachgegangen, um Essen und ja, Wohlstand zu bekommen. Und die Großeltern waren dazu da, ihre eigenen Kinder zu erziehen. Wenn ihre oder eure Kinder von irgendwelchen Onkels und Tanten, die ihr nicht einmal kennt, die ihr auch nicht wisst, was diese Onkels und Tanten für ein Leben führen, privat nach der Arbeit in der Schule, würdet ihr vielleicht niemals oder ein gesund denkender Mensch würde niemals seine Kinder in fremde Hände abgeben zu einer fremden Erziehung. Man hat in der Familie selber die Kinder unterrichtet und erzogen. Es gab schon Schulen, auch Gurukulas oder andere Ausbildungsstätten, die von hochgeistlichen Menschen, von Gurus, von Brahmanen geführt wurden und Kinder und Jugendliche dort wirklich ein gutes und reines Wissen bekommen haben, wie man zu einem Menschen wird. Und nicht, wie es heutzutage leider ist, wie man ein guter Verbraucher ist. Das zu der vorigen Frage. Ein Moment. Zu Meditationen und Ritualen. Okay, die letzte Frage dann für heute. Wie kann man Hatha Yoga mit anderen Sportarten am besten kombinieren? Ich meine die Pausen zwischen den Einheiten und ob es überhaupt sinnvoll ist. Vielen Dank euch allen. Hatha Yoga ist eigentlich mit allen Sachen gut kombinierbar. Ich unterrichte seit 4 Jahren mittlerweile Hatha Yoga und parallel dazu unterrichte ich Kampfsport. Für mich bringt beides was. Also wenn ich nur Kampfsport unterrichten würde ohne Hatha Yoga, würde mir die Beweglichkeit fehlen, würde mir der Verständnis vom Fließen der Energie fehlen, würde mir in bestimmten Kampfstellungen oder Kampftechniken die nötige Stabilität fehlen, die mir Hatha Yoga bietet. Im Grunde bin ich so eine Natur, die auch viel Bewegung braucht. Und zum Hatha Yoga brauche ich hin und wieder auch Ausgleich, dass ich Kampfsport trainiere und mit Leuten, die auch Kampfsport betreiben, zusammen bin. Und da auch, ja, sage ich mal, aus einer Sicht eines Kshatriyas oder wenn man etwas von der Natur des Kshatriyas noch in sich trägt, auch der sich sehr gut fühlt und angenehm fühlt. Wenn ihr zum Beispiel Schwimmen betreibt oder Schwimmen euer zweite Sportart ist, ist es auch sehr gut vereinbar, weil im Schwimmen müsst ihr mit eurer Atmung arbeiten. Weil im Yoga es sehr viele Atemübungen gibt, Atemtechniken, nutzen wirklich erfahrene Schwimmer, also und Taucher, also die, wo das wirklich sehr ernst betreiben, oder Tiefseetaucher, die, wo Apnoe-Taucher, genau nennt man sie, nutzen diese, einen Moment bitte, nutzen diese Techniken aus dem Yoga speziell, um größere Erfolge zu erzielen. Wenn Sie klettern gehen oder Radfahren, ist wirklich Hatha Yoga zu jeder Sportart ein guter Ausgleich, auch noch aus dem Grund, weil im Hatha Yoga die Muskeln auf Zug belastet werden, in anderen Kampfsportarten aufs Zusammenziehen, so grob gesagt, auf Kontraktion. In Hatha Yoga aufs Dehnen. Wenn man die Muskeln nur auf Kontraktion ständig belastet, wie es die Bodybuilder machen, die sind sehr vielleicht ja, robust und im Umfang sehr groß, aber die sind weniger beweglich. Und weil ich auch andere Kampfsporttrainer und Leute, die es praktizieren, beobachte,
kommt es mit der Zeit, weil sie sich nicht genug dehnen, zu Muskelverkürzungen und zu großen Rückenproblemen, zu großen Schmerzen auch. Also nutzt diese Möglichkeit auch als eine Übergangsform. Vielleicht ist es heute noch eure zweite Sportart, wenn ihr Yoga als Sportart bezeichnet. Nach und nach bin ich mir sicher, wird mehr Yoga in euer Leben kommen. Oder vielleicht, wenn es jetzt 50 zu 50 ist, wird es nach einigen Jahren vielleicht 70% Hatha-Yoga, 30% die andere Sportart sein. Und nach 20 Jahren wird es vielleicht 30% Hatha-Yoga sein und 70% Meditationen oder andere Praktiken aus dem Yoga. Weil mit Hatha-Yoga ist es noch nicht getan, das ist erst nur der Anfang. Nach einigen Jahren, wenn ihr tiefe Praktiken macht oder an euch weiterarbeitet, wird es sehr, sehr interessant, kann ich euch aus meiner eigenen Erfahrung versichern. Also bleibt dabei, praktiziert das, was ihr kennt, praktiziert das, was für euch verständlich ist, auf eurer heutigen Ebene. Und ihr werdet euch auf alle Fälle weiterentwickeln. Die Entwicklung ist aber nicht immer linear. Die Entwicklung ist so, vor allem im Yoga merkt man, man tretet eine ziemlich lange Zeit auf eine Stelle. Und man sagt, ja, man kommt nicht weiter, was ist denn los? Es ist immer das Gleiche, es wird mittlerweile langweilig. Wenn man da zurücksteigt, muss man dann wieder von vorne anfangen. Wenn man hartnäckig bleibt und seinen ja, bestimmten Ehrgeiz am Anfang, obwohl Ehrgeiz vielleicht nicht immer gut ist und ein schlechtes Wort ist, die Ernsthaftigkeit, vielleicht so sich besser auszudrücken, wenn man die Ernsthaftigkeit beweist, wird einem die nächste Stufe offenbart. Die nächste Stufe kommt dann plötzlich und ihr bewegt euch dann eine Zeit lang auf der nächsten Stufe. Und so ist der Fortschritt im Yoga ein stufenweiser und kein linearer. Man müsste eben geduldig auch bleiben. Das ist im Yoga sehr, sehr wichtig, weil die anderen Stufen werden vielleicht länger sein. Aber die Steigung wird sehr viel größer sein als jetzt hier am Anfang. Also braucht ihr diese Stärke, Geduld und Hartnäckigkeit, um die nächste Stufe später zu erreichen. Wenn ihr sie jetzt nicht übt und bekommt, werdet ihr später auch vor Hindernissen irgendwie zurückweichen und in einer Sackgasse landen, sozusagen. Okay, Leute, mit den Antworten möchte ich jetzt beenden. Ihr habt euch Mühe gegeben, uns die Fragen zu schicken. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber wir werden die anderen Fragen uns für die nächste Yoga-Welle aufsparen. Wir werden versuchen, diese Fragen nächstes Mal anzugehen. Ich erzähle euch kurz noch über unsere Veranstaltungen und Sachen, die heuer anstehen, die ihr besuchen könnt, wenn ihr uns näher kennenlernen wollt, vielleicht oder mit uns zusammen zu praktizieren. Es ist zum einen nächstes Wochenende schon das Seminar in Coburg, 11. 12. Februar. Das Seminar wird von mir geleitet, heißt Mache die Theorie zur Praxis. Der Sinn dieses Seminars ist, Leute zu motivieren, selbstständig zu Hause zu praktizieren, ihnen Mut und Motivation geben, ihnen bestimmte Techniken zu vermitteln, die sie aus dem Seminar mitnehmen und zu Hause selbstständig umsetzen können. Es wäre wirklich sehr sinnvoll für alle Zuschauer, die jetzt gerade zusehen, mehr zu Hause selbstständig zu praktizieren. Weil wenn ihr in eine Gruppe geht oder in ein Seminar geht, ist die Praxis von der Gruppe bestimmt. Wenn ihr für euch selber schafft zu praktizieren, wird eure Praxis von euch bestimmt und geregelt und ihr bekommt ganz, ganz andere Ergebnisse dadurch. Das Seminar am 26. und 25. Februar, das sind 2 Wochenenden nach meinem Seminar, wird vom Danilo Arndt und vom Nikolai Hauk geleitet. Findet in Horn Bad Meinberg statt, ist auch auf unserer Homepage alles ausgeschrieben. Da geht es mir um den Verstand, wie der Verstand des heutigen Menschen funktioniert, wie man damit arbeiten kann. Auch bestimmte Yoga-Techniken, Meditationspraktiken, wie man den Verstand zügeln kann und der Herr des Verstandes wird und nicht so lebt, dass der Verstand und die Gewohnheiten einen Menschen kontrollieren. Dann haben wir ein Vipassana Mini-Retreat, 14. bis 17. April, aus dem Sinn, weil viele noch bei einem 10-tägigen Retreat nicht waren und es wird eine gute Möglichkeit, so ein Retreat zum Kennenlernen
zu besuchen. Es sind 2 ganze Tage, 2 halbe Tage. Bei diesem Retreat legt man ein Schweigegelübde ab, man schweigt, um eben diese Energie zu sammeln. Und man hat den ganzen Tag über Yoga-Praktiken, verschiedene, dass es einem nicht sofort langweilig wird. Man muss dennoch viel sitzen und sehr viel an seinem Inneren arbeiten. Das ist eine sehr gute Methode, eine sehr effektive Methode auch. Dafür braucht ihr aber etwas an eigener Erfahrung. Also je mehr ihr mit euch bringt an Yoga-Erfahrung, sei es Hatha-Yoga, Meditationen, Atemübungen, desto besser und effektiver wird für euch so ein Retreat verlaufen. Also ihr könnt was ihr jetzt praktiziert, nur als Vorbereitung ansehen für die spätere ernsten und wirklichen Praktiken, die halt das Bewusstsein sehr erweitern und die euch sehr weit nach vorne kommen lassen. Dann haben wir natürlich heuer wieder unser Yoga Camp. Das wird voraussichtlich die Zahlen oder die Daten sind 15. bis 25. Juni. In dem Rahmen wird das erste Yoga Camp stattfinden, voraussichtlich in Meinhard. Das zweite Yoga Camp 15. bis 31. August, also die zweite Augusthälfte, wird definitiv noch ein Yoga-Camp von uns organisiert und durchgeführt, auch unter Anleitung von verschiedenen Yoga-Lehrern, die mit uns zusammenarbeiten oder von unserem Team eigentlich. Also es ist keine Zusammenarbeit, es ist eine Mitarbeit von allem. Alle ziehen am selben Strang, alle helfen einander. Die Informationen werden demnächst auch auf den Homepage-Seiten folgen, auf unseren Facebook-Seiten und in den Facebook-Gruppen. Und noch ein Projekt, das wir jetzt seit einigen Monaten vorantreiben, sind unsere Bücher, die wir rausbringen. Das ist erstmal das Buch über vegetarische Ernährung, die ihr auch direkt bei mir oder an einem anderen Lehrer ja, bestellen könnt, auch wenn ihr sie anschreibt. Wir schicken euch diese Broschüren raus, auch in einer größeren Stückzahl, wenn ihr diese verteilen wollt. Dieses Projekt wird durch Spenden aufrechterhalten. Durch Spenden werden diese Bücher gedruckt. Also wir verteilen sie meist kostenlos. Und wenn die Leute etwas beitragen wollen, dann richten sie eine finanzielle Dankbarkeit an uns. Und dann die 2 Projekte, die jetzt wir alleine mit Nikita vorantreiben, ist das Nidana Katha. Und die Jatakas, also Jatakas, die Lebensgeschichten von Buddha, Wiedergeburtsgeschichten. Die erste Auflage von den Jataka selber ist bereits bestellt, ist bereits in Druck, wird in den nächsten Tagen ausgeliefert. Und wir werden uns daran setzen, diese Bücher an euch gegen einen fairen Preis, weil es ja auch unsere Arbeit war und ist, das zu organisieren, diese Bücher zu redaktieren, zu einem fairen Preis an euch weitergegeben, wer diese Bücher bestellen möchte. Also bleibt dran und die nächste Yoga-Welle werden wir sicherlich auch organisieren. Wir sehen, das Projekt wird gut angenommen. Es waren für das erste Mal einige Leute schon dabei. Wir hoffen, es werden mit der Zeit immer mehr. Wenn ich mich zurück erinnere, war es 2015. Beim russischen Projekt auch im Durchschnitt, es war etwas mehr natürlich, weil es mehrere Yoga-Lehrer waren und bekanntere Yoga-Lehrer als wir es sind. In den letzten 2 Jahren hat es sich so entwickelt, dass von einst 40 Zuschauern bei der ersten Yoga-Welle, bei der letzten es 400 bereits waren. Also so kann man wachsen. Und ich bin gespannt, wie dieses Projekt sich weiterentwickeln wird. Für jegliche Unterstützung von eurer Seite sind wir natürlich offen. Bitte schreibt uns an. Wir beantworten euch gerne auch über halt, Privatnachrichten im Facebook oder auf anderen Plattformen wie VK und so. Oder ihr könnt uns gerne immer eine E-Mail schreiben mit Fragen, mit Unterstützung. Okay, mit diesen Wörtern und Motivationen für die Zukunft möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich vor allem bei meinem Team bedanken, das heute eine sehr gute, eine sehr starke Leistung gebracht hat. Es war auch mit kleinen Problemen verbunden, mit technischen Problemen. Das ist aber normal so, dass
es Anlaufschwierigkeiten gibt bei dem oder dem anderen Projekt. Die Unterstützung von Russland haben wir auch bekommen, von technischer Seite und ich denke auch mal von energetischer Seite. Wir bleiben dran und ja, bleiben am Ball sozusagen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder irgendwann mal. Und